herzlich willkommen zur Morgenausrichtung. Mein Name ist Anke Schubert-Hinrichs und als Lebens- und Business-Fluss-Coach begleite ich Menschen dabei, sich und ihr Unternehmen in den Fluss zu bekommen. Diese Morgenausrichtung ist eine Aufzeichnung vom 18. März in der wunderbaren Gruppe von Eva. Und das ist so wichtig, ihr habt sie alle genannt, wirklich Boden, die ganze Woche geht es ja schon darum, Erdung, Erdung, Erdung. Und darüber reden wir seit mindestens 2-3 Jahren schon, dass wir in unserer doch Welt in der massivsten Veränderung Erdung brauchen, mit der Verbindung nach oben und ins All eins. Ja? Übersetzt es bitte in eure Glaubenssysteme, in euer Thema. Ich nehme jetzt einfach die Worte, die mir am einfachsten kommen. Und jetzt haben wir dank der technischen Möglichkeiten diese Chance, uns in diesem Punkt auch ernst zu nehmen und es zu praktizieren. Und in meinem Erleben geht es ganz häufig so, dass wir tatsächlich bei uns außen anfangen, wo sind wir eigentlich? Diese Frage, wie bin ich jetzt da? Das könnt ihr euch immer im Alltag stellen, wenn ihr gerade merkt, oh, jetzt wird es gerade viel. Wie bin ich jetzt da? Und bitte mit allem, was ist. Ja? Mit allen Ängsten, mit allen Sorgen, mit allem, ich könnte heute, ja, mit den Tränen, die dann kommen mögen, und mit aller Freude, mit allem Leid, mit aller Herzlichkeit, mit allem, was ist. Und das kann sekundenschnell sich ändern. Habt ihr vielleicht in der letzten Zeit auch erlebt, das geht, dieses Waschwasser der Gefühle auch, ja, der Emotionen. Und in meinem Erleben ist es so unendlich wichtig, dem Raum, Namen, Platz zu geben. Und macht es auf eure Art und Weise, wie es euch kommt, wie es einfach ist, wie es leicht geht. Das ist das Nächste. Leichtigkeit in dieser schweren Zeit. Oh Gott, darf ich da von Leichtigkeit reden? Wir alle so, ja, berechtigt unsere Herzen auch bei unseren Angehörigen und den anderen Menschen haben, bei all dem, was ist. Wenn wir nicht versinken irgendwo, wenn wir nicht zusätzlich noch sämtliche, ja, Rucksäcke aufsetzen, sondern bei uns sind, in unserem Körper erstmal sind und realisieren können dadurch, Moment, was ist meins? Was davon muss ich jetzt nehmen? Was davon bleibt auch meins, aber ich kann es erstmal mal ja in den Schrank stellen, zur Seite stellen? Und wie viel ist gar nicht meins? Und da stelle ich mir immer sehr gerne vor, bei mir sind es Rucksäcke. Ich habe es vorher auf der Schulter gespürt, ich war in dieser komischen Körperhaltung und dann nehme ich Rucksack für Rucksack für Rucksack für Rucksack ab. Und es kann sein, wenn ihr das im Geiste macht, ihr nehmt das, was zu euch passt, dass ihr dann automatisch merkt, wie ihr im Sitzen die Schultern nach vorne gehen. Ihr euch aufrichtet. Und wenn ihr jetzt auf einem normalen Stuhl sitzt, ich habe gerade den Luxus eines Sitzhockers, wenn ihr auf einem normalen Stuhl sitzt, rutscht mal vorne an die Stuhlkante, dass ihr eure Sitzhöcker spürt. Dass ihr quasi die Oberschenkel frei habt, die Füße angenehm auf dem Boden der Tatsachen. Angenehm verbunden mit der Erde. Und dann spürt, wie eure Fußsohlen den Boden berühren. Ist das überall gleich? Könnt es ein bisschen bewegen? Und mal spüren, wie ist es, wenn ihr die Zehen bespürt, wenn ihr rechts und links ein bisschen wackelt und so herausfindet,
wie die Füße gleichmäßig, gefühlt gleichmäßig, ihr braucht nicht hingucken. Es geht nicht darum, ist es richtig oder nicht, sondern mir ist es gefühlt gleichmäßig, angenehm, optimaler Kontakt mit dem Boden. Und wenn du magst, stellst du dir vor, dass aus deinen Fußsohlen kleine Äderchen in die Erde hineingehen. Energieäderchen, die sich dort nähren können mit all dem, was Mutter Erde für dich bereithält. Und in diesem wohligen Gefühl wanderst du mit deiner Aufmerksamkeit einmal die Unterschenkel hoch und spür mal, was ist mit deinen Knien? Wie hast du die? Sind die locker? Sind die fest? Und auch dort spiel ein bisschen damit, sodass die Knie so sind, wie es für dich leicht, fließend, angenehm ist. Und auch die Oberschenkel, bis hin zu den Pobacken. Wie ist es dort? Ist es angespannt? Ist es locker? Und probier es aus. Vielleicht einmal mal so alles richtig anspannen, also Unterschenkel, Oberschenkel, Pobacken, alles richtig einmal anspannen. Anspannen, anspannen, anspannen. Und lassen. Genau. Und wenn du jetzt in dein Becken spürst, wie ist es? Ist es mehr nach vorne gekippt, mehr nach hinten gekippt, mehr nach rechts, mehr nach links oder nichts davon? Und alles ist richtig. Es gibt da kein Falsch. Es gibt kein So muss es sein. Alles stimmt. Und so wie es jetzt ist, muss es nachher nicht sein. Nachher ist es anders. Wie ist es jetzt? Wann hast du Höhe über dein Powerhouse, sagen sie in der Pilates, Wurzelchakra, also diesen ganzen Beckenraum, in den Bauchraum, wo auch unsere Gebärmutter ist, wo unsere Lebendigkeit ist. Und von dem Raum Richtung Solarplexus, das ist der Raum des Geben und Nehmens, wo auch das Zwerchfell so ganz viel Arbeit macht, damit wir unsere Stimme in die Welt bringen können. Und weiter in deinen Brustraum, den Luftraum. Und dann nimm mal zwei tiefe Atemzüge in deinem Tempo. Tief ein und noch weiter aus. Lass diese Lungenbläschen sich mal wunderbar leeren. In Zeiten, wo es so viel Enge, so viel Ängste im Außen gibt, so viel Chaos habt ihr genannt, wenn solche Zeiten sind Zeiten des kollektiven Stress. Und was machen wir Menschen? Wir hören dann auf, in den Bauch zu atmen. Wir sind in einer angespannten, uralten körperlichen Reaktion. Und spür mal, wenn du tief ein- und ausatmest, wie sich dein Brustkorb weitet und sich automatisch auch dann deine Arme anders aufhängen.
Und während du das tust, lässt du die alte, schlechte Luft raus. Schlechte Luft ist ja falsch. Es ist die Luft, die all das abtransportiert, was du in deinem Körper nicht mehr möchtest und brauchst. Und du kannst den frischen Sauerstoff einziehen. Stell dir vor, wie du bei jedem Atemzug sich deine Lungenbläschen füllen und von dort der Sauerstoff über deine Blutbahnen, über all dieses wundervolle System unseres Körpers an alle Stellen kommt, wo er gebraucht. Und wie dieser Sauerstoff dein Hirn durchflutet. Wasser und Sauerstoff sind die wesentlichen Bestandteile, die uns immer wieder ganz schnell zu uns führen können. Und in diesem Luftraum, in diesem Brustraum ist auch unser Herzraum. Und wenn du magst, stellst du dir vor, das ist auch der Raum, in dem du sicher bist. Der Raum, in dem du weißt, dass du so wie du bist, richtig bist. Mit all den unterschiedlichen Stimmungen, Emotionen, Seinszustände im Laufe eines Tages. Das ist gut so. Es ist der Raum, in dem du deine Kraft schöpfen kannst. Es ist auch der Raum der Stille. Vielleicht magst du dieser Stille ein wenig lauschen. Und der Stille hinter der Stille, in der alles ist. Und aus dieser Stille entsteht das, was du für dich jetzt und heute brauchst. Und es kann sein, dass du dort etwas findest, was du mitnehmen kannst. Was du in jedem Fall machen kannst, ist dort etwas ablegen, was du voller Vertrauen abgibst und loslassen kannst. Und so tank dich mit dieser Herzraumenergie mal richtig auf. Lass wie ein goldenes Licht, ein helles Licht, die Energie, die für dich passend ist, es kann auch ganz anders sein, durch all deine Zellen fließen, leuchten, durchfluten. Von hier aus durchfluten, durch deinen Körper, in die Füße, zur Erde und durch die feinen Äderchen sich verteilen, im ganzen Globus.
und sich ausbreiten nach oben, über deinen Kopf, über dein Scheitelchakra. Zum Himmel, zum Universum. Und wenn du magst, schickst du noch einen Lichtstrahl der Liebe nach unten und einen Lichtstrahl der Liebe nach oben. Der Gedanke reicht. Und eine Antwort kommt immer. So gefüllt mit dieser Energie, deiner Energie, hast du einen wunderbaren Schutz im Innen. Und stell dir vor, von oben öffnet sich jetzt wie eine wunderbare Dusche, eine Lichtdusche, eine Wasserdusche, ein Wasserfall. Ich liebe Wasserfälle. Nimm das, was für dich sehr, sehr angenehm ist und dich umspült. In dieser Energie bleibt dir wie ein Zauberumhang ein Schutz, eine Hülle. Bei manchen ist es wie eine Seifenblase oder ein goldenes Kettenhemd oder ein Umhang wie bei Harry Potter oder was ganz anderes. Und diese magische Hülle ist so, dass du jederzeit im Kontakt mit all dem ist, was dir gut tut, mit all dem ist, was du nach außen senden möchtest. Und draußen hält, was dir nicht gut tut. Weil es ist ein Irrtum, dass Verbindung zu Menschen und Verhalten gekoppelt ist. Noch ein bisschen mit diesem Gefühl auf, spür auf allen Ebenen, wie sich das jetzt anfühlt. Im Kopf, im Halsraum, im Brustraum, bei deinen Armen, im Bauchraum, im Beckenraum. Beine und Füße. Und so kommen wieder langsam in deinem Tempo zurück in deinen Raum der Wirklichkeit, in deinem Zimmer, in dem umbauten Raum. Finger bewegen, Zehen bewegen, ja, ruhig auf die Arme. Recken, strecken. Und gähnen, ganz wichtig, gähnen. Ja. Gähnen ist unglaublich wichtig. Mit offenen Kiefer, macht das gerne auch wirklich nach unserem Video richtig herzhaft auf, wie Kinder das machen, weil Stress ist sofort im Kiefer. Wir sind sowieso aus einer Zeit, dass wir hier viel zu eng sind. Also ständige Käfermasken, oder man muss komische Sachen machen. Ne? Ihr werdet merken, wo es weh tut, mehr machen. Herzlichen Dank für euer Vertrauen. Ich wünsche euch ganz viel Kraft, Energie und ansteckende Gesundheit. Dazu setze ich euch gleich noch eine Geschichte in unsere Gruppe. Das war meine ursprüngliche Idee, das passt aber nicht in die Meditation. Ich schicke euch eine Geschichte von Stefan Hamel zum Thema ansteckende Gesundheit.